Das ist aromatisierter. Das ist ja. Seid ihr den Scherz? Ja, ja, ja. Ich bin so happy mit meiner Aufgabe. No. Ihr wisst ja, Klettern ist jetzt olympisch. Aber es ist ja so, Klettern müsste gar nicht olympisch sein, weil die Bewegung von jeder olympischen Disziplin lässt sich ja durch Klettern erreichen, oder? Na. Okay. Klar. Danke fürs Mitmachen. Okay, ich mach Skaten. Stabhochsprung. So einfach ist es nicht. Ich lasse euch ziehen. Ich mache Ringen. Sumo. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Ja, ja. Okay. Geht? Ja. Da ist gar nichts drin. Ja, ja. Ah, ja, doch. Hä? Ich verstehe es nicht einmal. Sag mal her. Der fällt einfach um, schau. Zeig her. Zeig her. Stabhochsprung. Nein, Stabhochsprung, oder was? Hürdenlaufen. Nein, was ist das? Was ist das wirklich? Ja, was steht da dabei? Drei. Da steht drei. Was gibt's für Disziplin? Mit der Dreisprung. Zahl drei. Ja. Boah, hab ich gekickt, dass ich das nicht so jetzt? Dreisprung. Dreisprung? Muss ich sicher. Okay. So was schraubst du ja, die ganze okay, Zeit. Ja, okay, passt. Das mache ich hier die ganze Zeit. Ich hätte es weiter tauschen müssen. Da tust du eins ein dann. Das ist unfair. Gewicht heben. Jawoll! Reißen. Anna, du hast Dreisprung, aber ist nicht Dreisprung der Weitsprung? Ist das mit Anlauf oder aus dem Stand? Nein, mit Anlauf, oder? Dreisprung ist das. Bogenschießen, jawoll. Anna ist mega begeistert. Nein, ich bin schon begeistert, aber es ist skeptisch. Man kann ja keine Zusatz. Ja, Sportgeräte hinzunehmen, naja, du kannst ja einen Bogen einbauen. Du musst halt ein bisschen kreativer denken, Andi. Ja, das ist schwierig bei mir. Okay, wisst ihr, wie Dreisprung geht? Ist das mit Anlauf schon, gell? Also du bringst nicht da weg aus. Mit Anlauf und dann tack, tack. Anlauf und dann so tack, tack. Ja, aber du kennst es viel, oder? Mhm. Du warst schon die Fußabfolge, die wichtige. Du machst einfach große Schritte. Okay, empfehl du, was ich hab. Bogenschießen. Also was, ich meine, man könnte sagen, man muss ins Bullseye treffen, oder? Bogenspannung gibt es beim Klettern eigentlich auch, oder? Jetzt hat er mir schon gute Tipps gegeben. Was stellst du vor beim Gewichtheben? Georg, du kennst doch die Bewegung, oder? Ja, ich kann das gut. So, oder? Und dann. Bist du inspiriert, Andi? Nein. Okay. Okay, ich hab schon. Bringen wir's hinter uns. Look, I've been waiting too long and it shouldn't take a week. Put on your favorite dress, I sleep against your feet. Party on a Sunday, drugs just a sleeper. Living for the moment, put it all on your visa. Mona Lisa Bone, Patron in the OJ. Drank to UKO, any are you okay? Good taste in music, many fresh and Coldplay. Fresh you like the workout, no Zannies or no cocaine. With Steven Shays. Wie schwer soll das sein eigentlich? 120 Kilo, oder? Soll ich es anfühlen wie 120 Kilo heben? Genau. Du schießt alle Leute die Bandscheiben aus, sag ich da. Soll ich es gleich machen einfach, oder? Ah, ich glaube, ich mach's nicht. Phil, kannst du ganz kurz mich spotten? Da her, oder? Ja. No! Ah, okay, passt. Aber das heißt, der Plan ist, dass die Füße das machen, was ein Dreispringer machen würde, oder wie? Ja, fast. Also sagen wir mal so, das ist der letzte Laufschritt, das ist der erste Sprungschritt, dann ist es doppelt auf den, also quasi links, links. Und dann, weiß ich noch nicht, macht man vielleicht so. Ich bin so happy mit meiner Aufgabe, ich bin so froh, dass ich nicht sowas wie Bogenschießen gezogen habe. Ernsthaft? Da bin ich nur eher fast glücklich, dass ich nicht deins gekriegt habe. Wo ist das Bullseye? Sehr optimistisch das Loch da oben.
Vom Treffen her oder vom Halten? Vom Halten her. Vom Treffen ist nicht so schlimm. Beim Bogenschießen geht es ja ums Treffen und nicht ums Halten, oder? Ja. Ich meine, ich habe so richtig auskennen, tun wir uns nicht mit den Sportarten, aber was gibt es sonst bei Olympia? Es gibt voll viel, bitte. Es gibt Ringen. Ringen ist so gut, oder? Du kannst die ganze Zeit. Und Georg würde es schon schaffen, oder? Beim Ringen? Ja. Haben wir schon mal probiert. Schwierig. Irgendeiner von uns hat sich dann weh dann. Du, Georg, der Andi hat gemeint, im Ringen würde er die ziemlich schnell auf die Matte legen. Das haben wir schon mal gemacht. Und irgendwer hat sich weh dann. Ja, ich glaube du. Das kann sein. Ja, passt, da ist der Bowler. Du gehst jetzt, oder was? Ich muss einen Kaffee trinken. Zu präzise zum Treffen, und wenn du da ein bisschen kleiner bist, musst du mit noch mehr Geschwindigkeit kommen. Und da hast du auch was geändert? Ja, den Startgriff habe ich ein bisschen schlechter gemacht, sodass man den hoffentlich verliert, wenn man mit ein bisschen Schwung weggeht. Ja, genau. Der ist cool, der Zug, hä? Ja, cool. Also, was wir noch nicht getestet haben, ist der Gewichtheberpol, oder? Der Gewichtheberpol, oder? Andi, vielleicht kurz, kennst du das beim Gewichtheben? Die Gewichtheber nehmen ja vorher so ein Riechsalz, oder? Ja, paar. Dass sie da sind. Alter Schwede. Hast du wirklich eins? Ja, sicher. Das heißt, Riechstäbchen. Bevor du das... Boah. Jawohl. Okay, das ist Lavendel, das ist kein... Nein, das ist hier ganz... Kein Ammoniak wie bei die... bei den ja, Gewichtheber. Das ist aromatisierter Ammoniak. Das ist ja. Die sind arisch. Boah. Okay. Also jeder, der den Boulder probiert, muss das natürlich ja, passt. Machen. Schauen wir mal Andi zu. Kann man so kurz nach unten halten, die Knickstelle? Ah, zu. Und jetzt? So, spürst du das? Komm jetzt! Ja, komm, ganz geil, Alter! Ja! Gut. Alles brennt! Geh mal, Andi! Oh, zu stark einfach. Du hast eine. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt! Schiebt aber ganz anders. Seid ihr den Scheiß? Ja, ja, ja! Let's go! Let's go! Nochmal. Komm, jetzt einig. Ja. Komm. Boah, das wäre immer zum Polen checken. Ich glaube, es ist geil vor dem Versuch, oder? Boah, ja, boah, so richtig. So, aber also. Oh, man geht leider nicht an. Geil. Okay, ich geh da gleich den nächsten. Geht dann gelben jetzt. Jetzt geht er. Ah, knapp. Also, satt. Das ist einfach so weit, der Dreck. Wer hat sich denn das jetzt eingenaht, das Riechsalz? Ich hab's auch noch. Da sind noch die anderen verpackt. Bernd, komm her, nimm eins. Da ist schon ein bisschen was drin. Boah, nimm eins. Kann ich das Backe aufkaufen? Spürst du das noch, oder was? Nein, ich spüre jetzt gar nichts mehr. Das hängt noch irgendwie drin. Ich habe heute noch nachgeschnitten. Immer gar nicht mal. Immer gar nicht mal. Geht besser.
Du mit deiner Nasenverletzung weißt nicht, halt. Die reißt die Schleimhaut noch. Okay, ja, passt. Danke fürs Mitmachen. Danke. Danke, David. Danke.